Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Im letzten Video wurden wir gerade so von Joels Bekannten Bill vor einer gigantischen Horde von Klickern und Runnern gerettet. Andernfalls wären wir sicher gestorben. Wir wären auf jeden Fall nicht sicher aus dieser ganzen Situation herausgekommen. Wir werden uns jetzt hier in seinem Unterschlupf etwas umsehen. Wir haben die Erlaubnis bekommen, uns alles zu nehmen, was wir hier so sehen können und was wir irgendwie gebrauchen können. Das ist ganz cool. Und danach werden wir uns auf die Suche begeben nach den Autoteilen, die wir brauchen, um ein Auto, wie gesagt, fahrtüchtig zu bekommen. Womit wir dann hoffentlich Joels Bruder Tommy aufsuchen können. Jetzt werden wir uns erstmal angucken, was wir hier gefunden haben. Wir haben Bills Karte gefunden. Eine Karte von Bills Stadt. Convoy, Trap, Barricade, Nest. Da sehen wir so ein paar Sachen. Safe ist hier auch eingetragen, also es gibt in dieser Stadt offensichtlich auch einiges zu sehen. Natürlich werden wir versuchen, das auch alles in irgendeiner Art und Weise zu finden. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Hier wollen wir jetzt mal das Jagdgewehr. Haben aber leider zu viel Munition. Was haben wir denn hier? Mit Trainingsbüchern fertigst du schlagkräftigere improvisierte Objekte. Messer verbessert. Messer hält einen Treffer länger. Oh, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Wollen wir sowieso mal eincraften hier. Genauso wie Molotovs, wenn wir schon mal dabei sind. Und es wäre auch cool, wenn wir jetzt demnächst... Oh, ich sollte den Molotov lieber ausmachen. Es wäre auch cool, wenn wir demnächst mal wieder unsere Sachen verbessern können. Aber dazu brauchen wir eine Werkbank, die ich jetzt aktuell hier nicht sehe. Vielleicht ist aber hier eine Werkbank. Hier ist auch keine Werkbank, hier ist aber Schrott. Revolvermunition. Zäune-Notiz. Ich muss die Infizierten an den Zäunen wegschaffen. Diesen Monat haben sich schon dreimal zu viele am Zaun aufgetürmt und das Ding umgeworfen. Zäune freiräumen. Oh Mann, ey. Also ich frage mich natürlich, wie viele Infizierte hier noch herumlaufen, beziehungsweise ob die auch wie in Days Gone so bestimmte Routen ablaufen. Wo also so eine Schwarmintelligenz scheint es jetzt bei den Infizierten hier nicht unbedingt zu geben. Zumindest rotten sie sich jetzt nicht zu solchen Horden zusammen, wie es eben, wie gesagt, in Days Gone der Fall war. Hier haben wir ein Schachspiel. Hey, weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister, lass ja die Finger von dem Brett! Groß was? Vergiss es einfach. Okay. Das scheint ihm ja irgendwie heilig zu sein. Interessant. Ich brauche eine... Ich brauche eine Werkbank, Freund. Okay, Ellie. Los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Ich... Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Ihr wisst, dass er im selben Raum mit euch ist. So, was haben wir jetzt hier? Hier oben mal kurz um. Für mich ist er oben nicht. Pillen. Ja, nimm dir, was du brauchst. Danke. Hunter-Notiz. Eine Gruppe Hunter ist der Stadt gefährlich nahe gekommen. Zum Glück ist ein Rudel Infizierter. Hat ein Rudel Infizierter sie davongejagt. Erinnerung. Mehr Warnschilder aufstellen, sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Hunter sind diese, Menschen, die durch die Städte raiden und sie plündern. Durch die Städte plündern und sie plündern. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall sind die sehr, sehr gefährlich. Also wir haben schon gegen einige. Du? Und wo ist Tess? Gekämpft. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Oh. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt.
Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle interessiert. Also brauchen wir mehr Waffen. Na, nichts leichter als das. Dann schnappen wir uns das doch direkt mal. Sehr gut, noch mehr davon. Können wir auch gebrauchen, wobei wir haben mittlerweile so viele davon. Lauschmodus-Distanz, wollen wir den verbessern? Ich bin mir nicht sicher. 143 haben wir einfach mal. Das ist halt schon echt viel. Aber keine Möglichkeit, es anständig einzusetzen. Hier ist nichts. Es sei denn, du musst auf Klo, Ellie. Könnte ich auch verstehen. Baseballschläger. Wow! Leben. Immer dem Bill nach. Los! Rucksackboy! Haben wir hier irgendwas Interessantes? In diesem Junk? In diesem Dreck? Nope. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unterfremdet. Sie ist beschäftigt. Ja, beschäftigt. Hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Im Paradies wirklich, ja. Okay, dann mal los. Da ist sie jetzt gerade nämlich. Ellie guckt sich das auch noch genau an, oder was? Aber er mit seinen Fallen, das ist schon... Darf es noch etwas Ketchup sein auf ihren Pommes? Sorry, Zeitgenossen mit Bildung sprechen es ja Ketchup aus. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß, warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Oh Mist! Macht euch bereit! Na toll. Hau ab. Zündet euch alle gegenseitig an. Nein! Naja, das lief eh scheiße. Das lief eh scheiße, weil viel zu viel Munition verballert für den tollen Revolver. So. Sehr gut, beide angezündet. Sehr schön, jetzt müssen wir uns nur noch um den Klicker kümmern. Sehr gut, schön angezündet und dann dürfte er tot sein. Das lief doch besser. Deutlich besser. Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten. Er führt den Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man... Bill! Joel! Hier lang. Würde ich ja gerne. Und weiter geht's. Aber ich würde mich auch gerne etwas umsehen, denn hier kann überall etwas Nützliches liegen. Es gibt noch eine Art von sammelbaren Objekten, abgesehen von diesen Trainingsbüchern, die sehr, sehr gut sind, die man im Laufe des Spiels hin und wieder mal findet, die wir noch nicht gesehen haben. Und das sind Comics. Diese Comics sind besonders interessant für Ellie, weil sie offenbar Comics liebt. Was ich ziemlich cool finde, muss ich sagen. Aber wie gesagt, dafür müssen wir erstmal diese Comics finden. In den meisten Fällen löst das irgendwelche Dialoge aus, die sie mit Joel hat oder... durch die wir Ellie noch etwas besser kennenlernen. Was eben auch grundsätzlich ziemlich cool ist. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts.
Ja, das heißt im Prinzip, dass die Infizierten berechenbar sind. Menschen nicht. Die sind unberechenbar. Deren Züge kann man nicht vorausahnen, zu was sie bereit sind. Bei den Infizierten weiß sie, wenn sie einen sehen, dann greifen sie einen an. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Ja, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Kann man nicht anders sagen. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Oh, das ist auch nochmal sehr gut hier. Das ist also dein Zweitversteck, ja? Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Yes, wir haben gerade einfach eine Shotgun bekommen. Also richtig geil. Neue Waffe, Schrotflinte. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Lass die Hose bitte an. Ich möchte mich erstmal hier umgucken. Denn es gibt hier sicher das ein oder andere noch zu sehen. Wir können ja mal nach hier oben gehen. Schrotflinte haben wir auf jeden Fall schon mal 6 Schuss. Das ist nicht schlecht. Auch wenn es natürlich mehr sein könnte. Aber Munition ist in diesem Spiel nun mal knapp. Es ist echt groß. Es ist eine fucking Kirche. Das ist ja riesig hier. Wow, was haben wir hier? Bombennotiz. Eine Gruppe Runner hat die meisten Bomben im Süden der Stadt ausgelöst. Zeit, neue zu platzieren. Nicht vergessen, alle Bomben auf der Karte markieren. Ja, bevor du selbst reinläufst, meinst du? Pillen. Nein, nicht zerschlagen. Pillen. Haben wir jetzt 25, glaube ich. Können wir auch noch gebrauchen. Können wir damit jetzt was machen? Könnten die Fertigungszeit verbessern. Molotow. Wir haben gesehen, wie nützlich die sein können. Was ist denn Bills neuestes Spielzeug? Die Super Dolly 5000 oder was? Flashlight 5X. Vielleicht redet er ja auch mit der.
Wäre gar nicht so weit hergeholt. Hier ist nichts. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Ja, ich kenne deine Fallen. Ich bin gut, nicht wahr? Nagelbombe. Diese starken Bomben explodieren, wenn ein Gegner in ihre Nähe kommt, kann offensiv oder defensiv eingesetzt, mit L2 im Bogen geworfen oder mit R2 strategisch platziert werden. Also, gut. Nicht explodierte Nagelbomben können wieder eingesammelt werden. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Könnte es wirklich. Hier vorne haben wir noch was. Jede Menge sogar. Oh, wir haben zu viele Scheren. Das. Oh, sehr gut. Wir können Nagelbomben jetzt herstellen. Dafür brauchen wir Sprengstoff und Klinge. Gut, drei Klingen. Da können wir wieder was einsammeln. Da haben wir Sprengstoff. Hier unten ist auch noch etwas. Und endlich eine Werkbank. Was uns jetzt allerdings auch noch fehlt, ist ein Werkzeug. Und das ist, glaube ich, der hier. Ja. Erreichte Werkzeugstufe 1. Perfekt. Und damit können wir jetzt andere Upgrades freischalten. Okay. So, hier seht ihr weitere Upgrades für Waffen, die wir halt neu dazu bekommen haben. Einmal der Bogen, die Schrotflinte, das Jagdgewehr. Waffenhalfter müssen wir unbedingt verbessern. Am besten eigentlich beide. Für die Langwaffe. Und für die Pistole. Das wird dafür sorgen, dass wir jetzt viel schneller unsere Waffen wechseln können. Und das ist halt richtig, richtig gut und richtig, richtig wichtig. Nachladetempo des Jagdgewehrs verbessern. Das Jagdgewehr ist schon eine gute Sache. Genauso wie die Shotgun. Die finde ich auch sehr gut. Wir können hier mal den Rückstoß verringern. Und mehr können wir jetzt auch nicht machen. Allerdings sind wir jetzt eben in der Lage, schnell hier unsere Waffen zu wechseln. Also wir haben jetzt jeweils zwei Waffen. Und das ist sehr, sehr gut. Hier würde ich jetzt einmal das Jagdgewehr nehmen. Und ja, wie wäre es denn mit dem Revolver? Den haben wir ja auch schon etwas gelevelt. Ansonsten haben wir uns jetzt für den Krieg gerüstet und holen uns diese Batterie, die wir brauchen. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast... Mann, der soll mal den Stock aus dem Arsch nehmen. Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Ich dachte eigentlich, sie soll hier bleiben. Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Das glaube ich sofort. Okay, Zeit zu packen. Ellie, komm schon. Dort, da ist die Schule. Okay.
Bereit? Werden wir sehen. Das wird nicht so einfach. Gucken wir uns erstmal hier um die Ecke um. Oh Mann. Gräber. Da ein Haufen von Infizierten. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist da nicht. Wenn du meinst. Beeilen wir uns. Grausam. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Wir kriegen das schon hin. Habt ihr das gehört? Seid ruhig. Na, super, Klicker. Muss einfach mal, der Klicker muss einfach mal stehen bleiben. Sonst kann ich ihn auch nicht treffen. Perfekt. Besser ging's nicht. Vor allem bei den Pfeilen behalten wir die Munition, zumindest meistens. Da ist noch ein Klicker. Klicker sind eben gefährlich, weil sie einen sofort töten. Es sei denn, man hat die Messerstufe da gelevelt. Sehr gut, der nächste Klicker ist da unten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das sehr gut hier über die Bühne kriegen werden. Bleib stehen. Zwei sind das. Drei. Fünf Klicker, alle erledigt. Perfekt. Da habe ich jetzt echt nichts zu beanstanden, auch wenn wir, wie gesagt, nicht getroffen haben mit dem Pfeil hier am Ende. Wo ist denn der? Wo ist der Pfeil? Der lag hier doch irgendwo. Oh. Da ist noch ein Klicker. Den müssen wir dann natürlich auch erledigen. Zwei sind da noch. Man könnte hier auch mit einem Molotow arbeiten, aber... Fuck. Ich glaube, das war's. Sehr gut. Wir
Wir sind noch nicht sicher. Das ist nicht optimal gelaufen. Wie gesagt, ich muss echt noch üben. Mit dem Bogen. Aber den kann man halt auch ganz gut leveln. Moment. Oh, ich habe einen Schlüssel. Wir sollten sehr leise sein. Ja, erstmal muss ich neue Molotovs machen. Die Waffe meiner Wahl war das jetzt. Lauschmodus-Distanz können wir einmal verbessern. Runner! Ganz ruhig. Bei Runnern kann man ja wenigstens was machen, beziehungsweise man stirbt nicht sofort. Ui, da drüben sehe ich noch einen. Hier ansonsten gerade gar keinen. Oh, scheiße. Klicker. Bleib's aber auch nicht ruhig stehen. So kriege ich den nicht. Töten wir erstmal den Hunter hier vorne. Beziehungsweise den. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Den Runner. Manchmal kann man es auch so lösen. So, da ist der Klicker. Da drüben sind Runner. Ich will aber ehrlich gesagt erstmal hier bleiben, weil hier überall was zu looten sein könnte. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten! Den haben wir so erledigt. Da drin ist auch noch wieder ein Runner. Wir müssen irgendwie... Wir können auch versuchen, den Klicker zu meiden. Dann probieren wir erstmal das. Oh Mist. Das war sehr laut, aber er ist definitiv tot. Außerdem kriegen wir neue Munition für die Shotgun. Sehen wir uns hier genauer um in dem Haus. Wahrscheinlich Vorräte. Ein Firefly-Anhänger. Peter Mos.
Flasche. Leben. Hier ist nichts. Hier kann man aber auch nichts abgreifen. Okay, gehen wir wieder ins Haus. Gibt es hier auch sowas wie einen ersten Stock noch? Ja, das sieht gut aus. Das sollten wir uns... Ah, nee. Kann man leider nicht hin. Dann geht es wohl hier drüben weiter.